Resident Evil 3. Hey Leute, hier ist wieder euer Herr Arbeit und während wir hier gerade Jill Valentine von einem Häuserdach fallen sehen, dazu später mehr, möchte ich euch etwas zum folgenden Video erzählen. Heute dreht sich alles um den ersten Bossfight gegen Nemesis und dort gibt es so ein kleines Tutorial, wie man den am besten besiegt, denn dem einen oder anderen ist es ja bewusst, Resident Evil Spiele geizen mit Munition. Und wie ihr das am besten dann hinbekommt, natürlich Fähigkeiten entsprechend. Ja, wer so schlecht zielt und schießt wie meiner einer, der verbraucht ein bisschen mehr Munition. Und der gut damit umgeht, der hat dann natürlich den Vorteil, dass er noch sparsamer ist. Aber wie ihr das macht, das zeige ich euch in diesem Video. Also bleibt dran, viel Spaß! Wenn ihr an der Stelle seid, wo ihr von Nemesis flieht, ein Haus hinaufklettert, er mit Flammenwerfer hinter euch her ist, kommt ihr irgendwann an diese Stelle, wo hier die Schreibmaschine war, speichert da auf jeden Fall. Das Video ist jetzt wie folgt aufgebaut. Ich werde euch jetzt ein bisschen zu erzählen, wie der Bosskampf am besten ablaufen könnte, meiner Meinung nach, und werde dementsprechend euch die Stellen zeigen. Und danach zeige ich euch den ganzen Kampf noch einmal komplett, wie ich ihn bestritten habe. Punkt 1. Was solltet ihr für Waffen bei haben? Ich empfehle die G19 Pistole, die Schrotflinte und eine Granate. Wer mehr Granaten hat, der hat natürlich einen kleinen Vorteil. Der Kampf gegen Nemesis läuft nach drei Mustern ab. Das bedeutet, er variiert seine Angriffstaktik zweimal, je nachdem wie viel Schaden ihr ihm zugefügt habt. Um euch gleich vorab zu sagen, ich habe auf Veteran gespielt, das heißt zwei Schläge und ihr seid tot. Also werdet ihr einmal von Nemesis getroffen, müsst ihr euch heilen. Möglichkeiten bestehen dazu, ihr habt einmal ein grünes Kraut, was auf dem Kampffeld liegt, an diesem Palettenstapel, und auf dieser Boxschachtel, sage ich mal, liegt einmal Flintenmunition, die ihr auch aufnehmen könnt. Nun geht es darum zu vermeiden, dass er, wie gesagt, richtig in Rage tritt und sozusagen die aggressivste Form zum Schluss zum Vorschein kommt. Und das macht ihr wie folgt. Als allererstes schießt ihr auf seinen Flammenwerfer-Tank. Vielleicht kann ich seinen Tank treffen. Da er am Anfang noch relativ wenig sich bewegt, geht das am Anfang, umso besser ihr den Tank trefft, umso besser ist das für den weiteren Spielverlauf, denn er ist, wie gesagt, dann noch relativ langsam unterwegs. Irgendwann explodiert dieser Tank und er geht in die Knie. Jetzt nehmt ihr eure Schrotflinte und ballert das komplette Magazin leer auf seinem Kopf, so nah wie möglich. Dann wird er wieder aufstehen. Jill wird auch nochmal sagen, wie jetzt, echt jetzt, immer noch nicht tot. Und das ist das Signal. Jetzt ist er in seiner Rage-Form im letzten bösen Abschnitt. Das ist richtig hart. Und wir wollen es jetzt gar nicht so weit kommen lassen, deswegen nehmt die Granate, werft einmal gezielt auf seine Brust, die Granate explodiert und der Kampf ist vorbei. Wie das Ganze aussehen kann im kompletten Fight, das zeige ich euch jetzt unkommentiert, bleibt dran.
Carlos? Hier, Jill. Hörst du mich? Laut und deutlich. Alles klar bei dir? Ja. Der Mistkerl ist tot. Gut. Scheiß, Carl. Was hast du dir dabei gedacht, als Köder herzuhalten? Du hättest sterben können. Komm, spar dir das. Ich hab getan, was nötig war. Ich weiß und... danke. Die U-Bahn ist abfahrbereit. Beeil dich!